Die Finanzmärkte haben eine Sorge weniger. Die mit Spannung erwartete Auktion italienischer Staatsanleihen ging einigermaßen glatt über die Bühne. Einigermaßen deswegen, weil die italienische Regierung zwar ihre Anleihen platzieren konnte, sie beschränkte sich dabei hauptsächlich auf Papiere im kürzeren bis mittleren Laufzeitenbereich von 3 Jahren. Allerdings stiegen die Zinsen hier doch relativ deutlich von 2,8% bei der letzten Ausgabe neuer Papiere auf nun 3,9%. Dennoch konnten sich die Aktienmärkte, nachdem diese Auktion über die Bühne gegangen war, wieder auf andere Themen besinnen. Die Aktienkurse stiegen insbesondere jetzt am Nachmittag auf ein frisches Tageshoch. Der DAX aktuell rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsschluss bei 6.740, ein Plus von 1%. Schauen wir auf den Handelsstart an den US-Börsen. Der Dow Jones dort mit einem Plus ebenfalls von knapp 1%. Und das, obwohl es von den amerikanischen Konjunkturdaten, die heute veröffentlicht wurden, relativ wenig Impulse gab. Bei den Erzeugerpreisen, da stagnierte der Wert im Vergleich zum Vormonat. Die Experten hatten mit einem Plus von 0,3% gerechnet. Im Gegenzug stieg aber die Kernrate dieser Erzeugerpreise etwas stärker als gedacht. Beim deutschen Aktienindex der größte Gewinner nach wie vor, das ist die Aktie von Infineon. Wir hatten dort heute eine Kaufempfehlung gesehen, und zwar von der Deutschen Bank. 9,70 Euro das Kursziel. Infineon gewinnt 5,5%. In der zweiten Reihe sehen wir nach wie vor deutliche Gewinne bei Gerresheimer, der Verpackungsspezialist, mit einem Plus von mittlerweile fast 10%, nachdem man heute die Prognose für das gesamte Jahr nach oben gesetzt hatte. Und hier bei uns an der EUWAX in Stuttgart gab es gewissermaßen einen Nachhall zum gestrigen Bundesliga-Gipfel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Anleger waren der Meinung, dass der Hype um die BVB-Aktie vielleicht ein bisschen zu viel des Guten war. Sie kauften Puts auf den Wert, und zwar in so großen Mengen, dass die Emissionen teilweise ausverkauft waren, der Emittent also keine neuen Scheine zur Verfügung stellte.